ist meiner Meinung nach die schönste Polaruhr, weil ich finde das Grau wirklich wunderschön von dem Rand. Denn gut, die Rückseite ist jetzt egal, sieht auch wirklich halt sehr hochwertig aus und die ist auch aus Metall, die ist wirklich auch hochwertig. Ne? Die Bänder lassen sich angenehm tragen, das Einzige, was immer ist, das ist dafür da, dass es nicht verrutscht, das ist manchmal nicht so einfach, das reinzubekommen. Aber sonst so von der Optik her ist es wirklich eine absolut schöne Uhr und mit dem roten Knopf, dass auch die Knöpfe so angeraut sind, absolut wunderbar. Display meiner Meinung nach auch super, komme ich aber dann nochmal drauf zu. Also das Display, sag ich mal so, auf den Fotos im Internet, beziehungsweise wie Polar die Uhr anwirbt, sieht, ja, ich nenne es mal leicht anders aus, ne? Also auf den ersten Blick nicht so farbenfroh. Man kann es aber trotzdem ideal, krass, die Uhr weiß einen Puls, obwohl ich nicht mal dran habe. Das ist gut. Ja. Ja, das Display, wie gesagt, ist ausreichend hell. Man kann auch unter allgemeinen Einstellungen Display-Helligkeit auch nochmal verstellen unter gering, nur mit Lichttaste, dass es halt heller wird, beziehungsweise, ne, was es halt so gibt. Ich habe es auf gering gehabt und es reicht meiner Meinung nach im Sonnenschein aus, ohne Probleme alles abzulesen. Also da habe ich wirklich keine Probleme. Und ja, die Auflösung ist jetzt nicht die höchste, verglichen mit, ich sag mal, mit einer Apple Watch als Beispiel. Aber dafür muss man halt sagen, hält der Akku halt einfach deutlich länger und für Sport und Co. ist es komplett ausreichend. Also wirklich, da gibt es absolut nichts zu beanstanden. So sieht es aus auf der Verpackung, wie das Display beworben wird. Und so ist es, sage ich mal. Ich zeige euch mal, wenn ich jetzt ein Training starte. Training starten. Ich nehme jetzt mal Laufen. Okay. Aufzeichnung wurde gestartet. Dann sieht man, hier zeigt halt gerade kein Puls an, ne? Aber man sieht ziemlich gut die Farben. Jetzt hier oben gesehen, das Rot, das Blau, das, wie gesagt, das ist komplett super ausreichend. Meiner Meinung nach ein absolut tolles Display. Also alles scharf, nichts pickelig, das passt. Also die Funktionen, die Polaruhr kann, die sind wirklich immens, reichen aber eigentlich komplett aus. Ich weiß, eine Garmin-Uhr hat mehr Sachen zum Einstellen und Personalisieren. Ist eine coole Sache, braucht man auch meiner Meinung nach nicht unbedingt. Ich fange mal so grob an, wie sag ich mal, ich für besten halte. Und zwar, erste Funktion ist der sogenannte orthostatische Test. Ne? Den kann man hier einstellen, auch ein Erholungstracking. Einmal Recovery Pro. Das ist der sogenannte orthostatische Test, danach wird ermittelt. Schaut dann das Ergebnis aus für den orthostatischen Test und das bedeutet, je schneller dein Herzschlag hochgeht bzw. runtergeht, desto erholter ist man. Einfach gesagt. Oder wie du dich nightly recharge, das kann man auch machen. Finde ich aber weniger sinnvoll, wie angenommen die Uhr, eine Polar eine Vantage M2, die kann das ja nur, dass du praktisch über die Nacht entscheidest, die praktisch wie erholt du bist fürs nächste Training. Aber die Uhr, die V2, ist ja eigentlich Recovery Pro, das heißt der orthostatische Test, das, ich nenne es mal Alleinstellungsmerkmal, was die Uhr ausmacht. Und da muss man auch definitiv dann danach gehen halt, ne? Also den, sag ich mal, Aspekt auswählen. Dann, was ich, sag ich mal, super praktisch finde bei der Uhr, kann auch manchmal nervend sein, wenn man es vergisst. Die Uhr besitzt ja ein Touch Display, was beim Training ausgeschaltet ist, was sinnvoll ist meiner Meinung nach, außer man nimmt Runden, dann muss man einmal aufs Display tippen, dann geht das. Genau, das war die eine Sache. Was ich jedem empfehle, der, ja, je nachdem die Uhr zum Durch und dran lässt oder nicht, definitiv das Display jedes Mal sperren,
halt, sag ich mal, über die Funktion halt hier oben einfach gedrückt halten, ne? Und dann ist das Display gesperrt, weil sonst prasselt die ganze Zeit Wasser drauf und dann verstellt es alles. Habe ich schon ein paar Mal gehabt, weil ich halt leider vergessen habe. Und das, sag ich mal, ist wichtig. Da auf alle Fälle, ne, muss man ein bisschen Obacht geben. Aber ganz grob gesagt, die Uhr kann wirklich eine Menge. Und was ich an Polar eigentlich am meisten oder am schönsten finde, wenn man jetzt Training startet über die Taste, ne? Training starten. Die Profile kann man ja im Einzelnen auswählen, was man angezeigt haben möchte, weil ich glaube Polar unterstützt 160 und ich nehme nur 3. Das ist in meinem Fall Wandern ist, Mountainbiken und Walking, also wenn ich wohin laufe, ne, nehme ich das meistens. Und man sieht ja hier einmal das Herzzeichen. Das ist praktisch, wenn der Puls erkannt wird, beziehungsweise wenn du einen Puls kurz dran hast, dann siehst du ein Bluetooth-Zeichen und daneben halt den Puls, das ist dann blau. Das, was gerade rot blinkt, ist praktisch die GPS-Stärke. Ich bin halt jetzt mal Raum, das heißt, da geht gar nichts. Wenn das GPS-Signal halbwegs ordentlich ist, ist dann gelb und sobald es stabil ist, ist es halt grün. Und hier oben ist mit der Software-Version 3.0 reingekommen. Das kann eigentlich nur eine Vantage M2, eine die Polar V2, dann eine Quid X Pro und jetzt die Pacer Modelle, dass die praktisch anzeigen. Ich zeig's euch mal. Jetzt habe ich 61% Akku, wenn ich ein Training starte. Das heißt, ich würde mit dem Akku, da würde trainingsmäßig roundabout 19 Stunden noch halten, was ja komplett ausreichend ist, ne? Also was eine gute Akkulaufzeit ist, ne? Und genau, das war die Sache. Dann wenn man jetzt, sag ich mal, ein Training hat, wie als zum Beispiel, ich will zu wandern gehen, dann drücke ich hier auf das Zahnrädchen und dann kann ich nochmal Energieeinstellungen ändern. Das ist meistens, genau, die Aktualisierungsrate habe ich immer am höchsten drin, weil ich war noch nie so lange wandern bzw. Fahrradfahren, wo ich auf den Akku achten musste, um das, sag ich mal, zu minimieren. Ist eine coole Sache, wenn du deine mal länger unterwegs bist, dann kann man das definitiv machen. Pulsmessung Handgelenk ein, schaltet sich dann automatisch aus, sobald ein Pulsgurt erkannt ist. Anzeigenschoner habe ich jetzt auch immer ausgelassen, da geht halt das Display aus. Das ist dann übertrieben gesagt wie bei einer Apple Watch 4. Man muss praktisch immer das Handgelenk so eine Bewegung machen, damit das Display angeht. Finde ich persönlich eher nervend. Ne? Display-Beleuchtung kann man halt einstellen, dass dauerhaft an ist. Das ist eine coole Funktion, du kannst praktisch die Herzfrequenz mit anderen Geräten teilen. Das heißt, in meinem Fall, ich habe jetzt als Fahrradnavi in Garmin dran. Ich kann praktisch die Uhr tragen ohne einen Pulsgurt dann und kann praktisch den Puls ans Garmin schicken, was wirklich eine coole Sache ist. Trainingsvorschläge selbst erklären, Favoriten, Racepace. Racepace kann man halt einstellen, wie schnell man laufen will, soll. Countdown-Timer. Und das ist dann noch die Sache im Routen. Und zwar, ich habe jetzt ja eine mit Komoot synchronisiert, zeige ich euch doch mal, wie das dann geht. Ist ein kleines bisschen umständlicher, aber wenn man es einmal gesehen hat, wie es geht, ist es eigentlich ganz einfach. Dann startet man halt die Route, muss dann anfangen Kompass kalibrieren. Und was neu ist in dem Modell, man kann jetzt die Karten, ja, das ist nur so eine Pfeilnavigation. Du hast jetzt nicht wie bei einer anderen Herstellern, wie bei einer Garmin-Uhr, eine richtige Karte. Du hast halt leider nur einen Strich und du musst halt dann erahnen, wo es lang geht. Sag ich jetzt mal, man kann auch rauszoomen, man kann an verschiedenen Punkten jetzt reinstellen. Das ist wirklich nochmal deutlich besser geworden. Im Gegensatz zur Quid X, die das an Anfang hatte. Ideal ist es trotzdem nicht, wenn man mal eine Route ändern muss oder je nachdem. Da braucht man dann immer das Handy, aber es ist deutlich, deutlich besser geworden. Ne? Also wenn man jetzt keine komplizierten Wanderwege hat oder super anspruchsvoll ist, geht das tausendprozentig auch. Ne? Genau, back to start, da hat man dann einen Kompass in die Richtung, wo der Startpunkt war. Eigentlich auch ziemlich einfach. Ich zeige euch dann mal noch, guck, jetzt ist es gelb, jetzt wieder weg, wie man die ganzen Profile ändert, weil das ist wirklich wichtig, sonst, wenn man schnell Training starten will, bist du nur am Wischen und auch anpassen. Man geht rein auf Sportprofile, dann sieht man die Profile, die man hat, beziehungsweise die meisten werden dann bestimmt hier 20 Stück haben. Ich habe die, wie gesagt, alle gelöscht, weil ich nur 3 brauche in meinem Fall. Wir nehmen jetzt mal Mountainbiken, dann geht man auf Bearbeiten, dann sieht man erstmal die Uhr, Mountainbike. Die Sachen, sag ich mal, sind ja alle selbsterklärend. Ne? Das sind die Zonen, die man trainieren möchte,
beziehungsweise die man angibt. Und das sind dann die Dinge, jetzt wo synchronisiert, und das sind dann die, sag ich mal, von den Watchface, die Felder, die man sehen möchte. Ich habe das für mich halt so gemacht, ich will nur wirklich nur einen Watchface haben, ne? Weil mehr Informationen brauche ich jetzt nicht beim Mountainbike fahren. Und das sind die einzelnen Dinger, die man dann einstellen kann. Ich habe halt gerne Tageszeit, weil sonst zeigt sie halt nicht an. Höhe ist halt bei mir dann das Höhenprofil, wie viel ich halt schon Höhenmeter gemacht habe. Vibrationsrückmeldung, kann man machen, falls man GPS-Signal verloren wird oder so, dass man merkt, ah, okay, da stimmt was nicht. Automatische Pause ist auch selbst erklären, man gibt einfach einen Wert ein, ab dem pausiert wird. Habe ich aber mal ausgeschalten, weil ich schon oft hatte, dass dann die Uhr nicht mehr weiterging, auch wenn das Signal die ganze Zeit da war. Das fand ich dann super ärgerlich. Und das ist halt die GPS-Aufzeichnungsrate, ist auch erklärend, ne? Kann man dann einstellen, alle 2 Minuten. Ist gut, wenn man viel Energie sparen will, muss, so, dann bringt es wirklich viel. Genau, das würde ich auf alle Fälle bei der Uhr machen. Das nehme ich auch immer, wenn ich die neu habe, eine Uhr, und die einrichte. Die ganzen Profile alle rauslöschen, weil ich die wirklich nicht will. Und ich will nur meine Ansichten sehen, was ich wirklich brauche. Der Rest ist für mich. Jetzt zeige ich euch mal meine Lieblingsfunktion. Man geht auf die Polar Vantage M2, genau die Uhr, geht runter zu, ganz unten steht es dann, alle Funktionen anschauen und vergleichen. So, da kommen wir in die Liste, die ich sehr praktisch finde. Wir nehmen jetzt mal eine V gegen eine V2 und eine Vantage M2 als Beispiel. Man sieht die ganzen Funktionen hier aufgeschlüsselt, was mega praktisch ist. Man sieht dann eigentlich sofort, was die wirklichen Unterschiede sind, abgesehen von der Optik, ne? Und wir gehen jetzt mal drüber. Aktivität und Schlaf komplett gleich. Dann Training. Okay, Hilfsblätter ist dazu gekommen. Das heißt, da sieht man, wie viel man noch Berge vor sich hat, sowas wie Climbro bei Garmin. Ist eine coole Funktion, habe ich nur leider wirklich nie genutzt. Dann Fullweiß, das ist praktisch der Energieassistent. Man muss mal angeben, wie viel man verbraucht an Energie, was man denkt, wie viel man verbraucht. Persönlich finde ich es halt uncool. Habe ich noch nie gemacht, weil das muss man selber so abschätzen können. Und es zeigt halt an, wie viel man Kalorien bzw. Kohlenhydrate verbraucht und Eiweiß. Das ist eine coole Sache. Kann aber, wie man sieht, die M2 genauso. Nur halt die V kann es noch nicht. Alles gleich, alles gleich. Recovery Pro, wie gesagt, das ist halt den V-Modellen nur vorenthalten. Kann die M2 nicht. Über den Sensor, das ist natürlich logisch. Running Power am Handgelenk kann die nur über Trittsensoren. Ich weiß nicht, wer das nutzt. Ich persönlich nutz nicht. Routenplanung, das wurde nie aktualisiert. Das kann auch die V1, kann das. Also die konnte dann später durch ein Update trotzdem Routenplanung. Ne? Also ja, leider halt. Genau. Genau, Temperaturen, alles gleich. Dann Beinerholungstest, das ist ein Sprungtest. Kann man persönlich machen. Ich habe es ein paar Mal gemacht. Aber da muss ich auch ganz ehrlich sagen, so wirklich sinnvoll fand ich das nie, weil man merkt sofort an den Beinen als ambitionierter Sportler, ob deine Beine erholt sind oder nicht, muss ich wirklich einfach sagen. Radleistungstest, muss ich auch sagen, ist genau das Gleiche, ne? Habe ich auch probiert. Man merkt es, wenn dein Kreislauf kaputt ist oder erschöpft. Energiequellen, hatten wir auch schon das Thema. Ne, das ist es, glaube ich, wo das anzeigt. Ah, ne, genau. Das ist das, wo anzeigt oder angezeigt wird, wie viel man Kohlenhydrate, Eiweiß und Fette verbraucht hat. Ist eine coole Sache, ich weiß nicht, wie sehr es stimmt. Aber ist cool, wenn man es hat. Genau, die M2 kann es genauso. Back to Start, Trackback, habe ich auch noch nie genommen. Ne? Kann ich auch nicht sagen. Da wird halt einfach nur die Route lang entlang gelaufen. Oder man muss die Route entlang laufen, wo man herkam. Sportprofile, alles gleich. Kompass hat nur die V2. Habe ich leider auch noch nie genommen, weil ich noch nie wusste, für was.
Puls-Sensor-Modus, praktisch das Teilen für andere Geräte, kann auch DM2. Wetter nutze ich persönlich nur auf dem Handy, wenn ich es wissen will. Musiksteuerung ist bei mir genau das Gleiche. Ich habe AirPods, so glaube ich wie ganz viele andere Leute auch, und die tun ein Lied weiterschalten am AirPod und nicht an der Uhr. So habe ich halt gemacht, ne? Kann nur sein. Farbvarianten-Display an sich, ja, da kann man die Farben ändern vom Watchface. Barometer hat halt nur die V2. Wer es braucht, wer es nicht. Man hat es, aber es ist jetzt nicht überlebensnotwendig, muss ich jetzt einfach sagen. Ne? Und wie genau dann die Höhenmeter sind oder auch nicht. Ich habe drei Geräte und immer drei verschiedene Höhenmesserangaben gehabt. War so nicht so. Das. Hier ist alles gleich, hier auch alles gleich. Akkulaufzeit. Ja. Da ist halt wirklich nochmal mehr dazugekommen, aber nur durch die Sparoption. Gewicht ist nochmal leichter geworden. Das ist wirklich eine coole Sache, 10 Gramm. Guck mal, wie leicht eine Vantage M2 ist. 28 Gramm ist ja gar nichts, ne? Ja, Sprachen, bla bla bla. GPS, Energiesparmodus habe ich gerade gesprochen, ne? Da wird die Aktualisierungsrate einfach runtergesetzt. Ist eine coole Sache, wenn man es braucht, ne? Ich brauche es erstmal nicht. Und sonst ist wirklich alles gleich. Nochmal kurz zusammengefasst. Barometer kam dazu. Die Bein- und Erholungstest. Das klingt auf der Polarseite richtig cool, aber ich hab's mal genommen, aber unbedingt brauchen tut man es wirklich nicht, muss ich wirklich sagen. So, das wäre jetzt eine Fahrradrunde von mir gewesen, ist schon eine ältere. Und zwar die Genauigkeit. Ich habe ein Garmin-Navi dran und die Uhr. Auf Pi mal Daumen 80 Kilometer gibt es dort eine Abweichung von 200-300 Meter. Wenn überhaupt, kann auch weniger sein, je nachdem. Und wenn man das jetzt aber sich mal anschaut, ne, wie gesagt, das war mit dem Fahrrad gewesen, funktioniert wirklich super. Natürlich bin ich hier ein bisschen neben der Straße. Und ja, gut, hier bin ich dann da lang gefahren. Aber im groben Ganzen, im Wald, hast du damit wirklich keine Probleme. Wo es halt mal logischerweise ist, in längeren Tunneln. Gut, jetzt an der Kreuzung sieht man halt mal, ne? Hier gibt es ein bisschen Probleme. Aber gut, es kann auch sein, dass ich hier über den Fußgängerweg gefahren bin und dann hier rein. Da wäre es natürlich dann in Ordnung. Aber wie gesagt, im Wald hat man auch keine Probleme, selbst mit Navigation. Und wo es halt natürlich logischerweise zu Probleme kommt, wenn du halt im Tunnel bist, beziehungsweise zwischen Felsen und sonst wo drin. Gut, jetzt sieht man es hier, ja. Bisschen Abweichung ist das schon, aber ich habe jetzt hier keine Skala hier. Das sind 5 Meter, die Maus. Ja, das sind 5, 6 Meter Abweichung. Das ist absolut im Toleranzbereich. Ich glaube, 15 Meter ist normale Toleranz bei den GPS-Geräten, ne? Und das ist wirklich, ja, super genau. Das ist komplett ausreichend. Und wie gesagt, der GPS-Fix dauert halt je nachdem, wo man ist. Maximal 10, 15 Sekunden und das ist auch vollkommen in Ordnung. Ja, gut, hier sieht man es mal so ein bisschen, ne? Aber wie gesagt, GPS-Signal ist für mich eine 1. Als erstes geht man bei Polar Flow rein, nehme ich mal an, das wird jeder wissen. Dann auf sein Profil Einstellungen und dann verbindet man erstmal sein Konto, damit die Synchronisation klappt. Dann als nächstes geht man auf sein Konto drauf. Halt Routenplaner. Ne? Erstelle jetzt mal eine Runde Sportart. Wir nehmen jetzt mal als Beispiel Wandern. Startpunkt nehme ich jetzt mal als Beispiel Dresden. Dann klicke ich irgendwo hin, wo ich hin möchte. Ich klicke es mal hier hin als Ziel. Hat die Route. Ne? Komoot muss ich ja nicht erklären. Wird am meisten geläufig sein. Dann geht man auf Tour speichern. Ich gebe den Touren immer einen Namen. Ich sage zum Beispiel jetzt am 1. Mai. Wandern gehen, 22, dann auf fertig. Dann ist die Tour gespeichert. Komoot ist ja mit Polar verbunden. Dann neben seinem Profil, sieht man jetzt schlecht, ist hier oben ein Stern. Auf den Stern klickt man. Da sieht man jetzt seine importierten Routen, einmal Strava, einmal Komoot. Synchronisiert das nochmal neu. Und dann erscheint die Route 13 Kilometer und schon ist die auf der Uhr drauf. Natürlich muss er dann nochmal die Uhr synchronisieren. Ne? Funktioniert am Handy 1 zu 1 genauso. Das Einzige ist,
Wie gesagt, man muss unbedingt sein Konto damit verbinden, sonst nicht, logischerweise funktioniert es nicht, weil einen klassischen GPX-Routenimport funktioniert halt nicht auf der Uhr. Man muss es halt so machen. Polar gibt ja selber 7 Tage Akkulaufzeit an bei durchgehender Pulsmessung. Ich sag mal so, man kann die erreichen, die 7 Tage, man darf aber dann wirklich kein Training zwischendurch machen, weil wenn du jetzt in der Woche 3-4 Mal trainierst, was ein ambitionierter Sportler meiner Meinung nach macht, dann wird es schon äußerst eng. Also muss man, sag ich mal, mindestens ein- bzw. zweimal sogar laden. Man schafft natürlich, man kann das auch hinbekommen. Und meistens ist es aber so, ich synchronisiere weder mit dem Handy, ich synchronisiere lieber am Computer. Da macht man die Uhr eh ab und tut die auf den Ladepunkt legen. Und da wird, wie gesagt, synchronisiert und gleichzeitig geladen. Und demzufolge gibt es eigentlich keine Probleme. Ja, man kann 100 Stunden mit der Uhr erreichen, wenn man die GPS-Aktualisierungsrate runtersetzt, aber das ist, ja, kann man mal machen, aber für einen normalen Sport habe ich das jetzt noch nie genutzt bzw. gebraucht. Und aber wie gesagt, die Akkulaufzeit von der Uhr ist trotzdem unglaublich gut für einen Sport, mehr als ausreichend, weil wenn du durchgehend wandern würdest, laufen, Fahrradfahren, Marathon, kommst du auf 40 Stunden durchgehende GPS-Nutzung. Bei voller Aufzeichnung, je nachdem, wie sehr du dann die GPS-Aktualisierungsrate runtersetzt, desto weniger, desto mehr. Und wie gesagt, unglaublich gut. Ist trotzdem meiner Meinung nach eine absolut tolle Uhr. Ich nutze zwar aktuell eine M2, ich bin halt immer bin ein bisschen hin und her gerissen, weil die ein Barometer hat und wie gesagt den orthostatischen Test. Ist wie gesagt eine coole Sache. Das Einzige, was mich ganz kleines bisschen an der Uhr stört, ist der Touch. Also sag ich mal, jetzt geht's einigermaßen manchmal. Aber wie als Beispiel, wenn man jetzt mal so zoomen möchte. Na, ich gehe mal durch. Test. Na gut, jetzt geht's gerade. Aber manchmal muss man dann zweimal wischen, weil der Bildschirm nicht so. Jetzt mach ich mal hoch. Na gut, jetzt geht's gerade. Vorführeffekt, ne? Aber wie gesagt, sonst ist er halt, ich nenne es mal ganz kleines bisschen träge, der Bildschirm. Aber ja, ist mal mehr, mal weniger. Nichtsdestotrotz, absolut tolle Uhr. Ich kann sie nur jeden, der wirklich ambitioniert Sport macht, zu 100% empfehlen, weil die Auswertung in Polar Flow ist meiner Meinung nach absolut top. Man kann mit den Werten richtig viel anfangen und die Uhr trägt sich super angenehm, hat GPS, alles an Bord, was man wirklich für einen Sport braucht. Und eins noch, der Sensor ist ja sehr genau, soll ja mit einer der besten sein. Und das Problem ist aber, wenn du trotzdem Sport machst und Intervallläufe machst, beziehungsweise immer schnelle Pulswechsel hast, dann trägt ihr jeder meiner Meinung nach einen Pulsgurt. Also ich trage die Uhr halt trotzdem immer mit Pulsgurt, ist meiner Meinung nach halt die bessere Sache, ne? Okay.